Meins oder deins? Das ist hier die Frage. Oder wie heißt das so weit so schön? Wir sind wieder die Chaoten von der Truppe. Wir sind immer noch hier am Umrotieren. Wir hoffen ja, dass wir jetzt erstmal die zwei Folgen, die wir jetzt gemacht haben, machen wir jetzt auf jeden Fall das hier. Genau. Und dann schauen wir nochmal dahin, nochmal unten nochmal noch mal ein bisschen, ob wir unten nochmal ein bisschen was machen. Ne? Oder halt nochmal ein bisschen Stroh einfahren, oder? Naja, wir haben noch ein Roggenfeld oben abzuernten. Ja, ich meine jetzt so wegen anders dreschen. Unten nochmal ein bisschen an der Zuckerrübe. Ja, könnte, ja. Ja, ja. Wäre dann auch nur noch eine Maßnahme, da könnte man nochmal ein bisschen Zuckerrübe weitermachen. Ich fahr schon mal ab hier, das bringt ja hoch jetzt nicht so. Nee, kannst du ja auch, kannst du ruhig machen. Sag dir nur, sag du Bescheid. Mach dann wieder Bescheid. Ach ja, und der Poppy ist auch da. Der Chaot, der da wieder so viel gespult hat. Moin, moin. Genau. Und der Chaot kommt kaum Berg hier hoch. Der hat zu tun mit dem, mit Dings. Das ist aber, ist richtig. Das war schon klar. Aber hättest du jetzt mit deinen gefahren, dann wärst du definitiv auch Schwierigkeiten gehabt. So soll es ja auch sein. Ich kann die doch nicht überpowern. Nö. Das soll ich auch noch ein bisschen quälen müssen. Hm? Genau. Weil dafür ist er ein Tracker geworden. Genau. Und du weißt ja, ne? Dann muss er durchaus durch. Oder wie war das? Ja. Ja, aber wie gesagt, der hat schon gut Grip gekriegt. Also sonst würdest hättest du schon schon wesentlich früher die Probleme gehabt. Ja. Weißt du? Ja. Ich überlege letztens, das war ja noch mit dem, da ist er ja Mitte des Berges ist er ja stehen geblieben. Jetzt zieht er ja dementsprechend mit der Masse einfach hoch. Ja. Natürlich habe ich jetzt wieder zu spät Allrad reingemacht, aber danach ging es ein bisschen besser. Ohne Allrad 2 km/h. Mit Allrad 10 km/h. Ja, das war mir schon fast klar. Das war mir klar. Ich sollte mal vielleicht auch mal hier gucken, ob ich hier dieses VC-Schlagmethode anschmeißen kann. Oh, falls euch wundert, ich habe jetzt hier bewusst den Verkehr ausgemacht, weil ich jetzt ab und zu natürlich mal auch noch in den Frauenpower ZT springen muss. Und da muss ich halt auch mal auf den Straßen stehen bleiben. Richtig. Und deswegen lassen wir hier mal Verkehr aus, so gut ist. Ja. Und das ist ja jetzt keine kurze Reise zur Melzerei. Ja. Das ist richtig. Aber wir haben jetzt einen 73.3. Was, den 73.3.? Wir haben 73 drin. Jetzt haben wir mittlerweile 80. Laut meinem Tacho. Ja, ich bin schon auf Achse. Ich sitze schon im ZT. Du wirst es zwar jetzt eh nicht mehr ganz schaffen, aber ich fand es ein bisschen zu spät. Ja, aber... Der ist ja, aber ich warte nicht lange. Ja. Siehst mich ja schon. Richtig. Ich sehe dich bloß nicht, jetzt sehe ich dich. Du hast doch eine ziemliche, naja gut. Ist das Bildchen, das Bildchen. Das Bildchen? Das ist der junge Mann hier. Der junge Mann? Ach so. Ja. Gut, jetzt. Der hat stärker gebremst als gedacht, weißt du? Ja, der hat ja auch, den habe ich auch schon eingestellt gehabt. Ich habe gemerkt, dass der hier auch noch nicht eingeschaltet war, ne? Mit Bremser. Ja, da auch nur noch. Ich bin ja nur vom Gas gegangen, ich habe ja nicht mehr gebremst. Ich dachte, ich wollte nur hinrollen, weißt du? Aber das hat hoch zu semi gut funktioniert. Ja, das hatte man auch tunlichst unter. Ja, ich habe gedacht, der rollt noch ein Stück besser. Falsch gedacht. Ja, du solltest da auch
nachdenken. Dafür hat dir der Herrgott deinen Kopf gegeben. Mit so einem komischen Ja. Ding, das nennt man Gehirn. Ah ja. Naja. Das Nicht-Denken, das bin ich zuständig. Ich kann eh nicht mehr denken, weil das Denken ist für mich jetzt eine Qual. Die Frage, wie viel machen wir jetzt machen? Willst du bis Montag wieder durch, nochmal durch Wir Aufnahme? könnten gleich noch für Montag machen. Ja, können wir machen. Kein Thema. Wäre dann Was für wir dich, haben, haben wir. bin ich entspannter, würde ich sagen, ne? Ja, gut, ich kann Sonntag natürlich, kann ich ja auch, können wir auch machen. Dann gleich vielleicht durchziehen für die ganze Woche diesmal gleich. Ja, wenn ich mach was so, dann hab ich vielleicht, könnten wir zur Not, ja, da könnten wir vielleicht das andere, was ich da noch gucke. Dann, ja, das wäre vielleicht sinnvoller. Machen wir es vielleicht so. Man sollte Machen vielleicht auch das Land kaufen. wir. Ja, das wäre vielleicht eine Maßnahme, Poppy. Deswegen habe ich dir auch gesagt. Ja, das Haus hatte ich ja schon gekauft, deswegen dachte ich, okay, gut, das reicht, aber ja, nicht dran gedacht. Und oft Ach genug sagen nein. wir es im Support ja auch, ihr müsst doch das Land kaufen und seht da, uns passiert's auch. Gut, ich habe auf dem Hauptserver auch generell damit wenig zu tun, zugegebenermaßen. Ja, aber Fakt ist es halt trotzdem. Ich hab's dir noch gesagt, Ja, Jung, hab's noch gesagt. alles Hast du auch gut, dran gibt's gedacht? Schlimmeres. Ja, dass wir ein krummer Hund sind, ne? Zum Bleistift. Nicht Buntstift. Nee. Okay. Das ist wieder zum Bleistift mutiert. Oh. Er sagt wieder kein Kommentar, weil er es weiß. Und das macht ihn nicht heiß. Das durch Spucke vergeudet. So, diesmal brauchst du gleich nicht zu mir kommen, weil ich bin jetzt gerade hier am Dingens. Ich ziehe Supi. jetzt so weit vor. Da fahre ich kurz rückwärts und dann lade ich mich kurz selber ab. Okay. Weil das steht gerade nämlich genauso relativ richtig günstig. Naja, muss auch Glück haben. Das ist Können gewesen, weißt Ach so, so nennt man das halt. du? Hm, das war richtig gutes Können. Aber weißt du, was mir gerade auffällt? Nee, aber gleich weiß ich's. Ich könnte auch einen 9 Meter Schneidwerk dran. Ja, müssen wir aber nicht. Ich sag's jetzt, ich sehe das nur gerade, weil das Rode wäre lang genug dafür. Ja, aber das ist ja übertrieben jetzt. Also wir wollen ja nicht immer übertreiben, ne? Nein, Wir neigen zwar gerne zu Übertreibungen, aber man muss es ja dafür nicht zu ist sehr die machen. Quantico gedacht. Und da ist ja auch mein Johnny da drin. Hier und alles in Ordnung. Weil der hat ja mittlerweile ja das große Schneidwerk bekommen. Das Update dafür, haben wir ja schon, glaube ich, schon gezeigt. Wir sind auch froh, dass wir den haben, oder? Jetzt so. Ja. Mal ein bisschen was anderes zu haben. Nicht mal nur den. Bei mir gibt es denn doch viel anders zu sehen. Also, das muss man mal so ehrlicherweise zum Glück gestehen. Ja, du hast, glaube ich, ein Ich habe auf jeden, Glas, auf ne? jeden, auf jeden Projekt habe ich einen anderen Drescher. Ja, bei Groß Mordorf und ist die Dreschermarke gleich, aber ein anderes Modell. Auf Hm? der Groß Mordorf habe ich einen Lexion, einen kleinere Variante. Und auf der Landesum Tucano. Okay. Soll ich dir nochmal gucken, ob du vielleicht mal was mit dem, ob du vielleicht ein Fan nehmen willst auf irgendeiner von dem? Ich bin, auf Drescher will ich eigentlich immer Glas haben. Ich weiß auch nicht warum. Ich bin da so Glas-Fanatiker in der Beziehung. Ja, hast du schon mal in den Fan reingeguckt? In so einen Fan reingeguckt? Oder auch den Ideal, wie der heißt? Nö, hab ich nicht. Will ich auch nicht. Interessiert mich auch nicht. Ich weiß auch Nein, nicht. ich sag ja, du hast mal schon mal reingeguckt.
Nö. Ob das mit der Rundumsicht so für dich auch ist, Nö, wie was gesagt, ist. ich bin mit den, also gut, mit den Lexern weiß ich tatsächlich noch nicht. Ich habe mit denen noch keinen Meter gedroschen. Soweit bin ich ja da noch nicht auf der Großen Mordorf. Aber mit dem Dugano bin ich zufrieden. Der müsste ja rein theoretisch fast identisch sein. Von der Ausstattung Gewicht Ja, her. bestimmt. Der Lexion ist bloß ein Tick größer, aber das ist ja auch für die Groß Mordorf angebracht, hat ja auch die größeren Felder. So, jetzt komme ich viel weiter, wie ich eigentlich denke, dachte. Jetzt bräuchte ich dann mal gleich weiter ein. Ja, bin gleich da. Ich sehe schon, du bist auf dem Rückweg, das ist schön. Aber ich habe mir auch noch ein Zweit-Jontier noch gefunden. Ich wollte eigentlich mit einem anderen anfangen, aber so wie das aussieht, den ich da gefunden habe, der funktioniert noch nicht so richtig. Houston, I have a problem. You have a problem? Ja, dann würde ich mal so behaupten, dass du jetzt schön stecken geblieben bist. Ich komme den Berg nicht hoch. Das war mir fast klar. Dann machst du auch so, wie mein Sohn mal gerne macht. Komm, mein Hähnchen, komm. So, aber jetzt bin auf dem Weg. Ja. Seh dich schon. Ja, aber das ist hier gerade das Problem, was wir die ganze Zeit schon mit unseren kleinen Chat hier haben. Er schafft es halt gerade momentan wirklich nicht so wirklich zu fahren damit. Aber wir können hier jetzt ja nicht noch mehr Leistung einballern, der Nee, jetzt das schon ist eigentlich schon richtig, hat. das ist richtig, das ist richtig. Ich wollte mal was gucken. Was denn? Man müsste ja rein theoretisch jetzt irgendwas mit 100 haben. Nochmal ein Drittel zu. Er wird da auch schon um die 200 oder was auf jeden Fall haben. Aber. Oder hat die Klebstoff nicht richtig unten drunter, dass er deswegen nicht vorwärts kommt? Wisst ihr? Ja. Ich weiß jetzt nämlich gerade nicht, was ich bei mir reingemacht habe. Er hat ein Fahrzeug gekauft. Warum? Damit wir vernünftig mit zwei Fahrzeugen abtacken können. Was hast du denn jetzt für einen gekauft? Wirst du gleich sehen. Oder eigentlich müsstest du es schon sehen. Er hat noch ein. Er hat. Er hat. Er hat. Er hat. Er hat das andere Monstrum. Wer jetzt links guckt, der sieht es. Genau. Wer in den Stasi-Mod guckt, der sieht es genau. Ich glaube mal, den habt ihr alle auch bestimmt auch alle vermisst. Deswegen dachte ich mir, der gehört jetzt hier drauf und gut ist. Sag mal, ist auch hier ein Unterschied beim Ja. ich bin nur gleich hochgefahren. Ja, warte. Ich glaube, da muss ich mal dann doch erstmal mit deinem Johnny hin. Weißt du, ich Der bin ist jetzt nur jetzt, gleich da hoch. sind wir jetzt schneller. Ich bin gleich da. Nee, alles gut. Wohlgemerkt, ich bin jetzt nur berg hochgefahren.
Aber wir haben noch keinen russischen Fahnen hier drauf. Ja, läuft. Boah. Bin nur einmal hochgefahren. Stehe schon wieder. Ey. Mach da keine Schramme rein. Hab ich doch nicht. Aber ich würde mal so sagen, weil ich gerade das sehe. Ja, das wollte ich auch gerade sagen, weil dann hast du schon selber gefangen. Ja, wir haben jetzt den noch. Man sieht, wie gesagt, man sieht ja schon, wer es ist, aber wir schieben das in die nächste Folge, komischerweise, aber egal. Fakt ist, denkt an die Däumchen und an die Kombis und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet bei der Chaotentruppe vom Dienst. Und wir sagen erstmal Tschüss. Tschüss und bis 14 Uhr.